So, hallo meine Freunde. Ich habe schon seit Jahren mal was gebaut bei mir in der Garage und jetzt muss ich das auch mal zeigen. Vielleicht hat das schon jemand gesehen, diese kleinen Elektroniken. Das sind 12 Volt Elektroniken mit einer Fernbedienung 433 MHz. Und die kann man benutzen für alles Mögliche. Zum Beispiel auch für eine Garagentor-Fremdbefehlsteuerung. Das heißt, wenn mal irgendwann die Fernbedienung kaputt ist oder wenn ihr ein altes und neues Gerät in einer Garage habt, dann könnt ihr das einklemmen. So, wie die Dinger funktionieren, hat bestimmt schon jeder gesehen. Da ist ein kleiner Jumper dran. Damit kann man gucken, was da praktisch los ist. Also auf Dauerbetrieb oder nur auf Funkbefehl machen. Also, und dann hat man drei Eingänge. Das heißt, einmal ist Dauerstrom bzw. auf Kontakt und das andere ist nur auf Impuls. Das sieht man aber in der Applikation, wenn man die kauft und da ist es eingetragen und ein 12-Volt-Eingang. Die gibt es übrigens für 220 Volt oder 240, für 24 und 12 Volt. Ich habe jetzt das Modell für 12 Volt. Das ist wie gesagt da drin und jetzt ist ja das Problem, wenn ihr einen Antrieb habt, dann kommen wir mal dahin. Da oben hängt der Antrieb. So, jetzt ist das Problem, ihr müsstet diesen Antrieb öffnen und gucken mit dem Multimeter, wo ihr 12 oder 24 Volt herkriegt. Und dieses Problem habe ich ganz einfach beseitigt, indem ich, da oben sieht man es, ich gehe da mal ran, da habe ich ein stinknormales 12 Volt Netzteil. Und habe das an das Ding angeklemmt. Und es funktioniert wunderbar. Man muss nämlich dann nicht in das Gerät rein und da an der Elektronik aufschrauben und gucken, was natürlich auch gefährlich ist, 220 Volt und so weiter. Und dann kann man das einfach da oben einklemmen in die Befehlleiste und schon hat man einen Fremdbefehl. Man muss nichts aufschrauben. Das ist eigentlich meine Idee an der ganzen Sache, diese Dinger zu verwenden, um einen alten Antrieb und einen neuen Antrieb, da drüben hängt ein alter, hier ist ein neuer, mit einer Fernbedienung zu schalten. Das ist natürlich eine super Sache. Und ich stecke jetzt mal das Netzteil ein. Da oben hängt die Elektronik, dieses kleine Ding. Und ein bisschen Kabel auf den Impulsausgang vom Antrieb. Und dann ist das schon erledigt. Also ich mache das jetzt mal fertig. Und dann zeige ich euch mal, wie einfach das eigentlich funktioniert. So, wie ihr seht, ist das so eine kleine Fernbedienung, wie sie da handelsüblich dazu ist. Die kosten Euro noch was. Das Ding da oben kostet 3 Euro als Set, vielleicht so 5 Euro. Andere Anbieter wie Novoferm oder Sommer wollen für so einen Fremdbefehl 150 Euro plus 60 Euro für die Fernbedienung plus den Monteur. Und das ist eine Alternative, wo man wirklich viel Geld sparen kann. Und man muss ja nicht unbedingt eine Garagentor damit betreiben. Man kann ja auch ein Fahnemast oder eine Lampe oder irgendwas damit betreiben. Die Variationen sind da ja wirklich gigantisch. Jetzt zeige ich euch das mal. Wunderbar. Und das Tor drüben habe ich natürlich auch gleich mitgemacht. Ist ein ganz anderes Fabrikat, funktioniert mit der gleichen Fernbedienung. Und ich kann ein altes und ein neues Tor mit einer einzigen Fernbedienung für nicht immer 2 Euro steuern. Und das macht mich so glücklich. Und man kann so viel Geld dabei sparen, wie gesagt, ohne das Gerät aufzuschrauben, einfach mit diesem Netzteil, wo ich euch gezeigt habe, rangehen und schon habt ihr eine geile Sache für einen Pfennig 50 und müsst keinen Handwerker holen oder irgendwas hole und damit viel Geld ausgeben für die ganze Geschichte. So, da oben kann ich euch noch mal kurz zeigen, da sind meine reparierten Scheinwerfer, die ich mal irgendwann aufgegabelt habe und die LEDs repariert habe. Da hängen sie, beleuchten die Garage. Da unten steht noch ein kleines Hobby von mir. Auch ein Bastel-Remo braucht ein Hobby. So, und was natürlich noch sehr gut ist, die vorhandenen
Fernbedienung und Einrichtung funktionieren trotzdem noch, weil ich das ja als Bypass einschleuse. Und man muss nichts ändern oder umbauen, einfach nur das Netzteil dran und Spaß haben und fertig ist der Lack. Was natürlich ganz toll ist, da gibt es noch ein akustisches Bestätigungssignal für den Kram. Der ist einfach mit so einem Summer realisiert. Das heißt, wenn ich draußen stehe und dann höre ich schon, Tor geht hoch und funktioniert. Also, das war's wieder mal. Kleine Fernbedienung, wenig Geld, viel Spaß. Tschüss, bis zum nächsten Mal.